Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen On the Road Tour. Wir sind wieder unterwegs auf der SDS-Standardkarte, ja, weil wir nach wie vor die neuen Städte ein bisschen anschauen, ein bisschen drüber schauen. Und wir sind unterwegs auch mit dem Scania Next Generation. Bad Vinübel, wir fahren eine runde Büchse, eine runde Container fahren, das tun wir heute machen. Das machen wir, Alter, muss ich schon wieder Kurbel nehmen, verrückt der hier. Bevor wir aber losfahren, ganz vergessen, wie immer, das ist immer, ich vergesse das immer, liegt aber an den Mod-Vorstellungen, die ich immer mache, ne? Da bin ich immer, ich mache mal 2 an. Traffic 2. Vergesse ich meist immer den Traffic wieder einzuschalten, weil ich den eigentlich dann immer aus habe. So, jetzt aber. Zur Knatterbude. Wir sind wieder unterwegs mit dem Scania, mit einer fetten Knatterhütte hier. Wir werden gleich mal ein bisschen das Fenster noch runter machen, um frische Luft zu schnappen. Und ab geht's. Knatter, knatter, knatter. Noch ist grün. Verstehe ich gar nicht. Ich habe hier grün, wie konnte der jetzt grün haben und über die Ampel fahren? Verstehe ich nicht. So, jetzt ist aber gut. Jetzt machen wir die Scheibe ein bisschen runter. So, jetzt. Ein bisschen frische Luft schnappen. Dann können wir den Knattern des 730 PS starken Scania ein bisschen hören. Das ist, kommen wir gleich mal zum heutigen Thema des On the Road oder dieser On the Road Tour, ist das typische Knattern von einem V8 Sound. Warte ich mal von außen. Knatter, 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 knatter. Ich hab's gewusst. Ich hab's so gewusst. Da ist nämlich die Frage der Fragen, meine Damen und Herren. Was haltet ihr von diesem ganzen Knattergeräusch? Jetzt muss ich mal ganz kurz hier meinen Spiegel einstellen. Der passt nämlich nicht so ganz. Guck mal, dass der weg ist. Gibt's doch nicht. Sieh doch mal, mein Möbel gar nicht hier. Guck mal hier. Hier. Das muss doch bei mir sein und nicht irgendwo auf der Wiese beim Nachbarn. Stimmt der Ersatzfahrer wieder hier? Wenn du im Urlaub bist, der nur Scheiße gemacht, ne? Alle Spiegel verstellt. Kennt es jemand, der so typisch, so wenn man da so jemanden hat? Irgendein Spiegel geht gar nicht, der ist kaputt. Ist kaputt gemacht. Herrlich. Wenn man auf Tour ist oder wenn man im Urlaub ist, man kommt zurück und deine Vertretung verkackt alles, ne? Spiegel verstellt, in dem Fall jetzt Spiegel verstellt, alles kacke, du musst anfangen. Hier Kabel durchgeschnitten, da bei der Lichtbox. Kabel abgerupt. Hat er beim Putzen weggemacht von der Scheibe. Hat abgerissen. Kabel abgerupt. Kriegst du mal Hals hier. Ja. Und nur rote Welle heute wieder. Ich könnte schon wieder hier. So, jetzt aber. Schalt um, du. Ampel, du. Rote, du. Ja. Typisches Knattergeräusch von so einem V8 Sound. Ich habe schon erwähnt, ist da jemand dabei, der sagt, ich brauche das permanent beim Fahren? Oder gibt es auch Leute, die sagen, das geht gar nicht? Das ist was, weiß ich nicht, das klingt vielleicht irgendwie, ich will nicht sagen prolohaft, aber irgendwie einfach nicht so, weiß ich nicht, es gefällt halt einem nicht. Ne? Es gibt tatsächlich Leute, die sagen, das klingt richtig so wie so ein Proll. Prolet, ne? Wie so, weiß ich nicht, damals beim Manta-Fahrer hier, der hier so einen Fuchsschwanz dran hatte. Habe ich mal gehört, dass das proletenhaft klingt, wenn jemand einen V8 Sound hat. Nö. Ich meine, ich bin ja oft genug auf Trucker-Treffen, da hört man das ja immer wieder gang und gäbe, schön aufheulen lassen, das Ganze. Und dann, ne, Spaß haben. Habe ich auch schon genug Aufnahmen gemacht davon. Ich finde es eigentlich ganz cool. Ich wäre jetzt aber nicht derjenige, der das dauerhaft hören möchte. So meine Tour, wobei der hier geht eigentlich, ne? Der Scania, der geht. Also der Sound hier, der ist ganz angenehm. Der ist jetzt nicht zu extrem. Der geht. Der ist voll in Ordnung, der Sound hier. Aber es gibt auch ganz andere Kisten, ne? Es gibt auch ganz andere Kisten, wo du sagst, alter Verwalter, da knattert das bloß noch. Ne? Du bist unterwegs, machst die Scheibe runter und dann knatter, 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 knatter. Also sind richtig die Hardcore-Dinger. Ne?
Ich finde, der geht hier eigentlich, oder? Was sagt ihr? Geht, ne? Ist nicht so extrem. Wir fahren hier geschmeidige 87. Wenn es jetzt mal ein bisschen berghoch geht, dann kann man vielleicht mal draußen hören. Schauen wir mal. Wenn der LKW das überhaupt mitkriegt hier, denn. Ne. 730 PS und 12 Tonnen. Ja, was willst du da? Da ist ja das ist ja nicht hier, das ist ja, ne? Das ist ja nicht. Ne, 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 nicht ist das. Da lacht er das gar nicht in dem Fall. Ja. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht mit diesem ganzen V8 Sound. Seid ihr da auch so, dass ihr sagt, no. Das ist richtig cool, das muss so sein und ne? Oder sagt ihr, nee, ist mir too much, das Ganze. Ich weiß es nicht, dürft ihr mal gerne kommentieren. So, ansonsten als nochmal, was ich vielleicht mal ein bisschen erwähnen möchte, ich bin ja aktuell unterwegs auf der 151 Open Beta. Wenn ihr dieses Video seht, ist natürlich dann auch schon ein paar Tage alt, wenn ihr das seht. Aber ich bin, wie gesagt, auf der Open Beta unterwegs und ich habe, ich will nicht sagen das Problem, aber seit der 1.51 Open Beta habe ich so ein bisschen das Problem, dass es hier und da ja nicht stockt, aber so kleine Hängerer hat das Spiel. Es liegt vielleicht an der Open Beta, weil Mods so an sich habe ich jetzt nicht irgendwie was verändert oder so. Ist alles ziemlich gleich geblieben. Einige sind sogar deaktiviert, weil sie aufgrund der Version halt nicht gehen. Das ist aber klar, ist ja jedes Mal so. Aber da hat es uns in den anderen Beta-Versionen nicht so das Problem. Aber hier merkt man schon, es fängt der Hamster an zu hümpeln. Wenn man, ich kann es von der Außenkamera zeigen ein bisschen. Ne? Vielleicht haben wir dann, also wenn ich in der Kameraperspektive unterwegs bin, habe ich eigentlich nie Probleme. Oder generell, eigentlich, ich habe generell keine Probleme. Aber seit der Open Beta bin ich da ein bisschen ruckliger unterwegs. Was heißt ruckliger? Es geht eigentlich. Ich warte hier mal raus. Vielleicht kriegen wir jetzt gleich so einen Ruckel, ich weiß es ja nicht. Da war es ein kleiner, Ich weiß gar nicht, ob man das im Video bemerkt hat. Ich weiß es gar nicht. Guckt man gar nicht mit, ne? Guckt man gar nicht so mit. Das ist ein bisschen links. Wenn ich noch mal einen habe, sage ich euch. Aber ich habe es, wie gesagt, das Problem bei der Open Beta. Ab und zu macht es mal so einen Mini-Ruckler. Weiß aber nicht genau, woran es liegt. Es kann eigentlich nur an der Open Beta liegen, weil ich habe eigentlich so nichts verändert und. Auch von den Mod mit Metzen her und so. Wie denn? Ich sehe schon, ich muss wieder sparen für einen neuen PC. Natürlich nicht. So alt ist er noch nicht. So alt ist er eigentlich noch nicht. Aber es ist Wahnsinn. Also die, auch was PCs betrifft, so Gaming-PCs, das schreitet voran. Du kommst mit Gucken gar nicht nach, ne? Du kommst eigentlich mit Gucken nicht nach. Wie weit, was Grafikkarten betrifft, Arbeitsspeicher etc. pp. Wie schnell das vonstatten geht. Ne? Du guckst mal ein paar Wochen nicht, dann guckst du mal rein, hier eine neue Grafik, da neue Arbeitsspeicher, dies, das, Gedöns. Denkst du, Alter, da bist du nicht fertig. Aber ich glaube, die Preise, ist tatsächlich so, dass die Preise ein bisschen runtergegangen sind. Aktuell. Gerade was Grafikkarte betrifft und also generell einfach so. Ne? Das sollte alles ein bisschen runtergegangen sein. Das heißt auch für die Sparfüchse sollte es sich ein bisschen normalisiert haben. Gerade was Grafikkarten betrifft, das war ja immer ziemlich. Zu Corona war das die Hölle. Konntest du ja nicht, das ist ja Wahnsinn, die haben mal was die Kohlen verlangt haben. Mittlerweile geht's. Ist glaube ich wieder auf Normalniveau. Aber trotzdem, wenn du da, sag mal, du willst jetzt irgendwas kaufen oder so. Weiß gar nicht. Wo sind wir denn aktuell bei was für eine Serie? In dem Fall bei der GeForce. Ich weiß gar nicht, RTX. Ich weiß es gar nicht. Wo sind wir überhaupt? Sind wir 4000 sowieso? Da sind wir schon bei der 5er? Oder sind wir schon wieder bei der 6er? Das geht immer so schnell, du kommst mit dem Gucken nicht nach, ne? Aber dann legst du halt mal richtig Asche hin, ne? War nicht die 4090 so das Nonplusultra oder so? Okay, keine Ahnung. Wenn ich mal so ein Benchmark durchführe, ab und zu kann man so ein Benchmark machen. Mal gucken, oder generell, was macht dein PC, wenn du ein Spiel spielst? Da kann man im Hintergrund, so gibt es so Programme, kannst du gucken, wie ist deine Auslastung und so. Also habe ich eigentlich null Probleme. Also ich bin hier mit meinem System, bin ich echt gut unterwegs. Ich habe, soll ich dann die 3060, ne? 3060 RTX. Ich habe noch OC Gaming. Dann haben wir noch 32 GB Arbeitsspeicher. Alles andere ist AMD-Gedöns. Das
letztens über Mainboard hier und anderes Zeug. Ich habe ja da schon mal aufgerüstet, einen Arbeitsspeicher. Ich hatte erst 16, von 16 auf 32. Ich habe nochmal zwei andere Riegel geholt. Grafik hatte ich ja nochmal abgeändert. Da war erst eine 2070 drin. Jetzt 3060 UC Gaming. Also ich habe schon mal aufgerüstet. Das heißt, beim nächsten Mal ist nichts mehr mit Rüsten. Beim nächsten Mal ist eher ausschlachten. Ja, keine Ahnung, wenn dann, ich werde mir wahrscheinlich wieder einen zusammenstellen lassen und dann mal gucken, was Phase ist. Mal sehen. Aber ich glaube jetzt noch nicht. Kann noch ein bisschen bleiben, weil, wie gesagt, wenn man so, sich so ein Benchmark anschaut oder generell einfach mal so Tests macht unterm Spiel, läuft alles wie Sahne. Also ich habe eigentlich kaum Probleme. Ich weiß nicht, wie, ihr könnt ja gerne mal kommentieren. Ich höre es immer wieder, dass Leute mir ein System zuschicken, also per E-Mail oder so, oder Insta oder whatever. Ich sage, ja, ich habe den und das PC-System und es ruckelt und muckelt und der PC raucht und was da Kuckuck. Obwohl sie eigentlich von meinem System, also das, was ich nutze, gar nicht so weit entfernt sind oder teilweise sogar gleich haben. Dann denke ich mir, das gibt's doch gar nicht. Da fragt man sich dann immer, was läuft denn da falsch? Das kann ich natürlich auch nicht beantworten, ne? Aber das hört man immer wieder, so PCs und so, auch wenn es so ziemlich gleich sind, von dem, was halt verbaut ist, dass die wirklich sehr unterschiedlich laufen. Ne? Was auch ganz interessant ist, ist, dass wenn man sich einen PC fertiggestellt kauft, habe ich mir von so einem Computer-Handy mal sagen lassen, dass diese PCs, dass mit die ziemlich runtergetaktet sind, ne? Oder also so Standard, und dass man doch viel mehr rausholen kann aus so einem PC, ne? Also Grafik und etc., alles was so dazu gehört, da kann man auch ganz viel rauskitzeln, und dass die fertig zusammengestellten Gaming-PCs gar nicht da so, ja, wie soll ich sagen, also da kannst du noch ganz schön was rausholen. Könnt ihr das bestätigen? Ich weiß es natürlich nicht, ich muss mir auch bloß sagen lassen. Ist auf alle Fälle sehr interessant gewesen, und man dachte, okay, wird sich schon auskennen, wenn es PC, wenn es ein PC-Heini ist. Spielst es auch nicht. Oh, wenn ich überlege, die ersten PC, die ersten, naja, Gaming kann man da nicht sagen, die ersten PC, die man sich so gekauft hat, damals so, gerade wenn man so, ich will nicht sagen Multiplayer, aber alles was so mit, vielleicht nicht Multiplayer, aber LAN-Partys, genau. Das war mein erster Rechner, das war von, wie hieß die Marke? Von Dell. Tatsächlich, ich hatte mal einen Dell-Rechner, ein weißer, weiß-schwarzer, also ziemlich futuristisch aufgebaut, hat aber gar nicht so viel, ja, hatte so ein bisschen Zeug drin und so, ne? Aber Alter, der ging einfach schmitz-mietz, ey, da bin ich auf LAN-Partys gefahren, haben wieder gezockt wie die Bekloppten, die ganze Woche durchgeballert, die ganze Woche haben wieder Battlefield gezockt und weiß der Kuckuck. Alter, das Ding hielt aus wie Sau. Ich habe den sogar anschließend sogar noch verkauft und verhökert, weil er so gut war. Tatsächlich, mag man kaum glauben. Ne? War mein erster richtig geiler PC, obwohl es einfach ein stinknormales System war. Ne? Aber das, was da verbaut war, war richtig gut. Und alle haben sich gesagt, Alter, was hast du da für einen Kasten? Dell und hier und da. Und es war 2005. 2006, nee, 2005, 2007, irgendwie so die Richtung. 2006, 2007, irgendwie so die Richtung. Aber Alter, der Wahnsinn, hatte ich echt gar nicht nur 4 Jahre, 5 Jahre, und dann habe ich gesagt, nee, jetzt will ich noch mal was anderes. Und man will ja immer mehr und immer besser und hast nicht gesehen, wobei immer mehr und immer Ding gar nicht manchmal so notwendig ist. Wenn ich überlege, es gibt Leute, die haben da so PCs, ich weiß nicht, so 7, 8, 9, 10 Jahre und so, ne? Das ist schon heavy. Wenn ich überlege, mein Rechner hier oben, der ist, mein PC steht ja über mir. Ich mag das nicht, wenn der am Boden steht, weil der staubt so schnell ein, also meiner steht über mir. Da ist null Staub. Da hat sich das Staubtierchen noch nicht eingenistet. Das ist halt das Gute, wenn du oben bist, anstatt irgendwo unten, irgendwie unter dem Tisch. Aber nichtsdestotrotz, ja, keine Ahnung. Das war so 10 Jahre. Mein Ziel wird wahrscheinlich auch nicht 10 Jahre halten wollen. Wir wollen immer wieder was Neues und was anderes. Und hast dich gesehen, immer wieder halt, immer wieder neu. Aber ne, lass mal das mal zum Raum stehen. So, jetzt fahren wir jetzt hier mal links rein. Zu Trade. Ich glaube, hier sieht es ein bisschen anders aus, wenn ich mich täusche. Genau, nicht hier rein, sondern hinten rein. Ja, hier bin ich letztes Mal gestanden, ist das Tor nicht aufgegangen. Warum auch immer. Entweder hat STS da was vergessen. Ich muss nämlich hier rein. Und das Tor sieht nämlich komplett identisch aus. Und es geht aber nicht auf. Ich muss ziemlich dicht dran fahren. Komm hier. Dann muss ich es noch anfahren. Jetzt.
Nicht so fast hier mit der Schnauze dran vorne. Alter, sieht mit dem ganzen Lack ab hier. Wahnsinn. So, jetzt tun wir mal hier. Check. Natürlich wollen wir die 40 Punkte mitnehmen. Ganz zum Schluss, Ludwig. Schmitz Kargobull. Ah, finde ich richtig geil geworden. Ne? Schmitz Kargobull ist echt gut geworden. Ich liege. Das rockt. So, wir müssen in der letzte umschalten. Ach, da muss ich rein. Da bin ich heute nicht reingefahren. Nee, da bin ich schon wieder gefahren. Noch nie reingefahren, meine Damen und Herren. Aber jetzt soll es aufgehen. Ach, geht es nur auf, wenn ich rausfahren will? Ach, ist das ein Tor zum Rausfahren? Ist das nur ein Tor zum Rausfahren? Anscheinend. Tja. Wir müssen aber nach hinten. Nicht raus, sondern erstmal rein. Dein Ding brauchst du gar nicht so viel rumkurbeln hier. Ja, ich wage von alleine. Ne? Du musst uns ein bisschen lenken und dann ist schon gut. Jetzt rum, um die Mühle. Und Thema erledigt. So, jetzt gerade noch und falsch. So, meine Damen und Herren, wie immer, grün passt, erledigt. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, dann lasst ein Däumeling da, Abo für den Kanal, nicht vergessen, die Glocke drücken und dann sehen wir uns bei der nächsten On the Road Tour. In diesem Sinne, knallfreie Fahrt, macht's gut, bis bald und adios. Tschüss.